Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 22. Januar 2018? Heute ist ein Schicksalstag. Das ist mein Begriff und ich erkläre auch, warum. Aber erstmal schauen wir an die Bewegung Sonne und Mond. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, hat immer noch einen Einfluss von Altair. Altair befindet sich im Sternbild Adler, das ist die Hauptstern von diesem Sternbild. Die Geschichte dazu zwischen Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin und die Verbindung durch Schwan, das Sternbild Schwan und die Hauptstern Deneb, wo die beiden verbindet, diese Geschichte aus dem chinesischen Mythologie habe ich gestern erzählt in mein Tageshoroskop. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Mond bewegt sich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder, das ist das Übergang von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen Widder gerade, das ist die Mondbewegung. Nicht nur in unserer westlichen Astrologie wechselt jetzt die Mond die Tierkreiszeichen, sondern im chinesischen Astrologie wechselt die Mond gerade das Palast. Mond oder wie die chinesischen Astrologen sagen, die Himmelskaiserin bewegt sich gerade im Palast des Westens, was die chinesischen Astrologen als weiße Tiger nennen. Und bei jedem Wechsel zieht sich die Energie erstmal zurück in die Mitte. Jeder Palast hat eine Mitte und gerade in dieser Mitte, dieser Rückzug, befindet sich die Mondenergie. Und die Mitte wird von Polarstern beherrscht und von Saturn beherrscht. Die Polarstern dient zum Orientierung und Saturn möchte Struktur, möchte Sicherheit, Stabilität. Und gerade bei einem Wechsel, bei Neuanfang, brauchen wir auch gerade diesen Rückzug, diese Ruhe. Wir brauchen einen Plan. Und nicht nur dieser Palast erzählt dafür, sondern die Einfluss, was gerade die Mondenergie bekommt. Weil dieser Einfluss von einem bestimmten Stern, und dieser Stern heißt Divda oder nennt man auch Baten Kaitos. Und dieser Stern befindet sich im Sternbild Walfisch. Das ist ein Fabelwesen in Mythologie. Das ist weder Fisch noch Wal, sondern das ist dieser Meeresungeheuer, wo in die Königreich von Cassiopeia erscheint und fesselt die Königstochter Andromeda. Und genau von diesem Sternbild kommen die Einfluss über diesem Stern Divda oder Baten Kaitos. Und dieser Stern sagt etwas, erzwungene Ereignisse oder ein Befehl, aber das ist die zerstörerische Kraft. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir einen Neuanfang starten, und das ist gerade die Widderenergie. Oder hier nicht nur die Tierkreiszeichen Widder wirkt, sondern hier bewegt sich auch Uranus. Das sind auch Umbrüche und Veränderungen. Und Uranus steht auch in Verbindung zu Jupiter, also ist auch aktiviert. Also das spüren wir, Veränderungen, Umbrüche. Jetzt kommen aber Einflüsse von außen. Und das symbolisiert auch dieser Stern Baten Kaitos. Entweder jemand will was befehlen oder kommen erzwungene Ereignisse. Entweder bringt es uns aus der Ruhe oder werden wir ängstlich, unsicher oder jemand versucht es zu zerstören, das was wir gerade vorhaben. Und damit, dass das alles klappt, wir brauchen einen Plan.
Wir brauchen Rückzug, also nicht schnell handeln, sondern warten, bis der Mond vorübergeht und bessere Einflüsse hat. Solange bis dann Andromeda wirkt und Perseus wirkt, dann ist diese Energie vorbei. Aber im Augenblick besteht die Gefahr, dass jemand versucht, das zu zerstören. Es muss nicht mal bösartig sein. Es kann auch bedeuten, dass jemand das gut gemeint ist und gibt einen gut gemeinten Rat, aber das hindert gerade. Also es ist wichtig, dass wir selbst diesen Plan haben, und damit wir das verwirklichen können, brauchen wir die Ruhe, brauchen wir den Rückzug, die Orientierung. Und das zeigt auch die Mondenergie, wie die chinesischen Astrologen das bezeichnen. Die Mond zieht sich zurück in die Mitte, wo die Polarstern und Saturn herrscht. Also Orientierung, ein Plan, etwas vorbereiten, geduldig zu sein, es ist sehr wichtig. Nochmal wichtig ist dieser Schicksalstag. Das ist so mein eigener Begriff dazu, weil die sind diese Tage sehr, 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 sehr wichtig. Warum? Mond hat eine Umlaufbahn und kreist um die Erde. Und diese Umlaufbahn erreicht ein Punkt und dann dreht sich um und dann nähert sich wieder zu die Erde zurück. Und dieser weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen ist zwar kein Himmelskörper, aber ein Energiefeld, was wir als schwarzer Mond nennen oder als Lilith nennen oder die Schwester des Mondes nennen. Und dieses Energiefeld wirkt auf uns und wirkt auf unseren Gefühlen. Und erzeugt etwas Außergewöhnliches an uns. Vielleicht ist es ein bisschen widersprüchlich, wie wir das empfinden oder fühlen, aber löst bei uns Menschen etwas aus. Bei dieser Energie, bei diesen Einflüssen spüren wir unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Visionen. Und das hat jeder einzelne Mensch, hat Träume. Und da haben wir auch die Fantasie, das zum Vorstellen. Und gerade wenn diese Lilith-Energie wirkt, dann stellen wir unseren Träume in Schattenseite. Weil entweder trauen wir das nicht zu oder kommt das von Erziehung, wo besagt wird, du kannst das sowieso nicht oder du bist ein Versager oder... Es sind so viele Gründe, was wir uns einfällt zum Sagen, es ist zu spät, das erreiche ich sowieso nicht. Wir neigen dazu, aufzugeben. Und diesem Schicksalstag, so wie heute, ist gerade dieser Schnittpunkt, wo entscheidend ist, welche Richtung bewegt sich die Energie, weil die Mond bewegt sich in sein Umlaufbahn gerade in die Mitte. Das heißt, zwischen Erde und zwischen dieser Lilith-Energiefeld genannt, genau in diesem Schnittpunkt. Und das ist die entscheidende, weil da kippt das um. Und jetzt, wenn vom Baten Kaitos noch ein Einfluss kommt, weil jemand sagt, ein gut gemeinter Rat, und sagt, ach, hör doch auf damit, das erreichst du sowieso nicht, da reicht's das schon, da haben wir schon aufgegeben. Und genau in solchen Momenten brauchen wir die Stärke, brauchen wir die Kraft, die Überzeugungskraft und sagen dazu, ja, warum auch nicht? Ich probiere das mal einfach. Was kann passieren? Haben wir wenigstens probiert. Natürlich muss dieser Wunsch realistisch sein. Also bleiben wir mal bodenständig. Aber das sind diese Momente, wo das wir spüren. Vielleicht erzählen wir jemand, ich möchte meine Berufung leben, ich fange was Neues an, und dann kommt der Rat, oh, da hör doch auf damit, du hast einen sicheren Arbeitsplatz, du verlierst alles. Wir verlieren gar nichts. Wir müssen nur probieren und davon überzeugt sein, dass wir das auch erreichen. Und die Menschen, die daran glauben, die sind die erfolgreichsten Menschen in dieser Welt. Die erschüttert nichts. Oder wenn in die Liebe, ich habe Sehnsucht nach jemand, aber er hat sich zurückgezogen, ich glaube ich, und dann kommt der gut gemeinte Rat, vergiss es, die hat doch jemand und du findest jemand anderes. Aber die Gefühl bleibt, weil das können wir nicht unter dem Teppich kehren.
Und dann neigen wir in solchen Tagen unsicher zu sein und sagen, ja, du hast recht, ich sollte ihn doch vergessen. Die Kopf sagt es vielleicht, aber das Herz, die Gefühl hat eine ganz andere Sprache. Und das sind diese entscheidenden Momente, wo die Mondbewegung gerade hier in solchen Bereichen bewegt. Ich nenne das als Schicksalstage. Und da brauchen wir Überzeugungskraft und Glauben. Glauben an Gott hilft immer. Aber Glauben an uns selbst auch, weil daran liegt die schöpferische Kraft, unser Leben schöpferisch gestalten, erfolgreich zu sein und glücklich leben. Und das ist die Ziel, dass wir Ende unserem Leben können wir sagen, das hat sich gelohnt zum Leben. Aber schauen wir mal an, wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Sie brauchen gerade die Klarheit, die Orientierung, Verbindungen, Selbstausdruck. Aber nicht nur das Selbstbild wichtig und auch das Wunsch wahrgenommen zu werden, sondern auch die liebe Partnerschaft. Und da brauchen sie diese Ausstrahlung und das ist auch sehr wichtig, unserem Energiefeld, was strahlen wir aus, weil genau das ziehen wir auch an. Also achten wir immer drauf, auf unserem Denken und auf unserem Fühlen. Positiv denken, angstfrei leben, da haben wir sehr, sehr viel getan, weil dann ändert sich die Energiefeld. Also immer drauf achten. Und genau diese Auftreten, diese Ausstrahlung, damit Erfolg kommt und wahrgenommen werden, das ist sehr wichtig momentan bei die Wassermanngeborenen. Und liebe Partnerschaft sowieso gerade. Die Wassermanngeborenen sind sie auch von etwas begeistert momentan und möchten etwas Neues starten. Aber bitte darauf achten, welche Einflüsse kommt. Die gute Rat ist nicht immer gut gemeint. Oder darauf achten, dass wir unsere Wünsche nicht aufgeben, weil das sind dieser Schnittpunkt, diese Tage, diese Schicksalstage, wo entscheidend ist, welche Richtung denken wir und welche Richtung schauen wir, weil wir schauen immer an die Richtung, wo wir gehen sollen und das soll das Ziel sein, weil das Ziel ist das Weg. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist so ähnlich, die Energie ist auch ein Aufstieg, sie möchten sich auch wahrgenommen werden, sie spüren die Leichtigkeit und die Liebe, Partnerschaft, sie haben auch berufliche Ziele, Orientierung und auch die Chancen, Möglichkeiten, auch die Kraft, all das zu verwirklichen. Das einzige Problem sein kann, wenn die verletzten Gefühle wieder hochkommen und die Fischengeborenen anfangen zum Zweifeln oder kommen Gespräche wieder ein gut gemeinter Rat und dann kommt das Zweifel. Also diese Gefühle, Zweifel, Angst, bitte verabschieden und die Vergangenheit, die verletzten Gefühle brauchen auch eine Heilung. Dann kann etwas Neues kommen und dieses Neues begrüßt gerade die Fischengeborenen und das ist wunderschön. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist immer noch Thema die Werten, aber auch Veränderungen und die Chancenmöglichkeiten sind da. Und dieser Mondeinfluss ist bei den Wiedergeborenen sehr stark spürbar. Neuanfang, Neubeginn, Begeisterung. Aber wichtig ist dieser Glaube daran und nicht aufgeben und auch die Rückzug momentan, weil das hilft nicht stürmisch etwas Neues zu wagen. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen die Orientierung und wenn wir einen Plan haben, dann kommen die Schritte. Und Werte, Wertschätzung ist auch noch ein großes Thema und die beruflichen Erfolge. Das sind die aktuellen Themen gerade bei den Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen verbessert sich gerade etwas. Da kommt die Begeisterung, die Neuanfang. Und sie sollen aber ihre Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen, mutig zu sein. Also nicht das einfach stehen lassen, sondern mutig etwas Neues auch mal wagen. Genau das, was die Stiergeborenen begeistert. Es sind keine große schicksalhafte Veränderungen, sondern Kleinigkeiten. Aber das ist auch sehr erfreulich und das können die Stiergeborenen gerade befestigen.
Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist die schöpferische Kraft und sie bringen ihre Ideen und sie verwirklichen auch ihre Träume. Aber manchmal ist es alles zu viel und sie fühlen sich in manchen Momenten auch kraftlos. Und solche Momente brauchen die Zwillingsgeborenen auch die Rückzug. Und die Rückzug, diese Ruhe, dieser Ort, diese sich zu erholen, das ist das eigene Zuhause. Und das im Gleichgewicht bringen, das ist gerade wichtig bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist immer noch die Thema, die Arbeit da etwas zu verbessern. Die Möglichkeiten sind da. Bei vielen Krebsgeborenen kommt dann die Idee Selbstständigkeit oder eine zweite Job, etwas Neues zu wagen, gerade das, was die begeistert. Sie haben dieses Bedürfnis, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, ihre Berufung zum Leben und suchen die Möglichkeiten und Chancen. Und das sind da. Auch die Kraft und die Mut ist auch da. Wichtig ist, dass sie die Kontakte schauen, dass die Kontakte da sind. Also eine Brücke bauen zu jemandem. Die Kontakte, die Gespräche suchen und so können sie das verwirklichen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist immer noch die Thema Liebe, Partnerschaft und das sind karmische Themen. Und das spiegelt sich das Leben, die Venus- und Sonnenenergie, aber auch die karmischen Knoten aktiviert das alles. Es ist ein Prozess, es ist nicht nur heute, sondern das wird in die nächste Zeit so sein. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist alles in Ordnung und sie möchten auch jetzt in die Liebe, Partnerschaft, auch die Stabilität. Sie sind etwas unsicher, aber sie werden dafür sorgen, dass das alles in Ordnung kommt und dass sie eine glückliche Partnerschaft in die Sicherheit leben. Es ist auch ein Prozess, es geht auch nicht von heute auf morgen. Aber das sind die Thematik, was gerade die Jungfraugeborenen beschäftigt. Die Gespräche sind sehr gut, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Auch die Terminenverträge haben die Jungfraugeborenen auch Glück. Es kann bei einigen Jungfraugeborenen gerade eine erbschaftliche Situation handeln und das verläuft auch sehr gut. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, dass die Finanzen in Ordnung sind, auch die Buchhaltung, auch die Kalkulation in Ordnung sind. Aber wichtiges Thema ist auch eine innere Veränderung, etwas anderes mit anderen Augen zum Betrachten und die Thema, wo auch die Leichtigkeit und das Glück verspüren gerade die Wagengeborenen, das ist die Liebe, Partnerschaft. Und in die Liebe, Partnerschaft haben die Wagengeborenen gerade Glück und auch die Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig, auch diese Chancen, Möglichkeiten bewusst wahrnehmen. Die Wünsche, die Sehnsüchte und jetzt nicht aufgeben, gerade in diesem Schicksalstag, sondern in Kraft bleiben. Und es ist auch nicht nur die Kraft, etwas zu bewältigen, sondern die Überzeugungskraft. Also nicht verunsichert sein. Genau daran liegen die Chancen, daran liegt das Glück, das zu bewältigen, verwirklichen. Eine Reise kann auch eine Bedeutung sein, gerade bei den Skorpiongeborenen. Eine Reise, ein Besuch von Ausland. Diese Reise kann aber auch eine innere Reise sein. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist die Begeisterung da, die Veränderung, die Chancen auch etwas zu verbessern, besonders was die berufliche Situation betrifft. Aber nicht schnell handeln, sondern achtsam sein, gerade in solchen Tagen und erstmal zurückziehen, belegen, planen und erst dann handeln, weil daran liegt das Glück, das zu verwirklichen. Und in die Liebe, Partnerschaft haben auch die Leichtigkeit gerade die Schützengeborenen. Diese Venus-Energie wirkt nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in Kunst, bei Kreativität, also bei Berufung. Auch wenn jemand eine kreative Arbeit als Berufung betrachtet. Und Venus hilft auch bei Selbstständigen. Und genau das kann eine Auswirkung sein bei den Schützengeborenen, dass alles so zusammenkommt. Selbstständigkeit, Berufung, berufliche Ziele, daran liegt gerade die Glück, aber in die Liebe auch. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist
ein wichtiges Thema, gerade diese Lilith-Energie, und es aktiviert den Mond am heutigen Tag. Und das sind die Tage, wo entscheidend sind, ob wir das aufgeben oder weiterhin daran glauben. Und das kann ich für die Steinbock-Geborenen empfehlen, diesen Traum nicht aufgeben, sondern als Ziel setzen, weil diese Ziele sind erreichbar. Und daran liegt gerade die Kraft. Es ist eine Herausforderung, ja, aber daran liegt die Kraft. Wenn wir diese Herausforderung überwunden haben, dann läuft auch alles voran. Und diese Herausforderung kann auch unserem Zweifel oder unserem Angst sein vor diesen Veränderungen. Gespräche, Kontakte haben auch eine Wichtigkeit bei den Steinbock-Geborenen. Bei einigen Steinbock-Geborenen kann das auch Geheimnisse sein, dass jemand ihren Geheimnisse anvertraut, oder gibt es Gespräche und das sollte man im Geheimen halten. Also eine gewisse Geheimhaltung wirkt auch gerade. Und das war mein Tageshoroskop. Und wenn wir schon bei Energie sind, weil das ist auch sehr wichtig, ich habe erwähnt, unserem eigenen Energiefeld, das können wir selbst verbessern. Weil das ist das Wichtigste, das Denken und Fühlen, weil damit verändern wir selbst unserem Energiefeld. Und das ist unsere Anziehungskraft, unsere Ausstrahlung. Und es gibt ein kosmisches Gesetz. All das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Also es lohnt sich, das in Ordnung zu bringen. Und das beginnt in unserem inneren Denken und Fühlen. Aber es gibt auch Hilfsmittel, was verbindet, harmonisiert, wie Düfte, Farben, Klang der Musik, Räucherstäbe, Kerzen, all das. Und dabei kann ich Ihnen auch helfen. Informieren Sie sich bitte in meinem Shop unter www.dendera-susanna-medici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.